Ich bin schon die ganze Zeit total gespannt. Boah, das geht gar nicht. Boah. Die beißt ihm die Nase ab. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir haben heute die American Candy Challenge für euch. Und zwar haben wir richtig, richtig viele Süßigkeiten hier aus Amerika gekauft und die werden wir heute mit euch zusammen testen. Es gibt hier einfach so viele Süßigkeiten, das ist unglaublich. Und auch ganz, ganz viele, die es eben nicht in Deutschland gibt. Und ihr werdet unsere Live-Reaktion sehen, wie sie uns schmecken. Und ich weiß jetzt schon, dass einige von denen uns nicht schmecken werden und dass andere Sachen uns sehr, sehr gut schmecken werden. Wir waren nämlich in der Mall of America, in der größten Mall Amerikas. Und da gab es nämlich einen Store, der hieß It's Sugar. Und ein paar Sachen haben wir da leider nicht in dem Store gefunden, deswegen haben wir die noch bei Target gekauft. Es sind auf jeden Fall typisch amerikanische Sachen und ein paar Sachen sind auch einfach ein bisschen sehr extra. Sehr extra. Wie will man überhaupt alles probieren, ohne zu platzen? Es ist halt so viel und wir werden halt dick sein. Wir werden halt so einen Zuckerschock haben. Wir müssen aufpassen, dass wir am Anfang nicht so große Portionen essen, damit wir am Ende immer noch Hunger haben. Sonst sitzen wir nachher so. Gern nicht mehr. Okay, ich würde sagen, wir fangen hier jetzt einfach mal mit dem Sushi an. Mit dem Sushi? Wieso haben wir Sushi-Süßigkeiten? Okay. Diese Gummibären sehen einfach aus wie Sushi. Irgendwie finde ich das lustig, aber gleichzeitig auch ein bisschen abartig. Man denkt, das wäre so Sushi und dabei ist es dann so süß. Und ich bin halt voll der Sushi-Fan, also ich liebe Sushi über alles. Ich glaube, ich nehme das hier. Das ist die California Roll. Und ich nehme Gummi... Oh nein. Unser Sushi ist ausgelaufen, Leute. Ausgelaufen, runtergefallen. Gut, wollen wir gleichzeitig probieren? Ja. Prost. Ich glaube, ich hätte nicht das ganze Teil im Mund nehmen sollen. War sehr sauer. Es war aber lecker. Mhm. Ja. Wie viele Sterne gibst du da? Von 5 Sternen? Ich glaube, ich gebe 2. Okay, ich glaube, ich gebe 3. Fürs weil Aussehen. Es ist echt cool und ich liebe Sushi. Ja, ich gebe dem Ganzen auch 3 von 5 Sternen, weil es sieht schon cool aus, aber es ist jetzt vom Geschmack her nicht irgendwie special oder so. Als nächstes essen wir die M&M's, aber es sind nicht normale M&M's, wie wir sie in Deutschland haben, sondern mit Mandeln, also Almonds auf Englisch. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Also ich mag M&M's sehr gerne, muss ich sagen. Und ich mag Mandeln vor allen Dingen gerne, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die richtig gut schmecken. Also sie sehen aus wie normale. M&M's sind nur ein bisschen länglicher. Nimmst du einen roten, ich nehme einen gelben. Richtig lecker. Von mir kriegt das Produkt 3 von 5 Sternen, weil ja vom Aussehen her ist es ja nichts Besonderes, aber vom Inhalt her, es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also geschmacklich 5 von 5, aber ja, an sich ist das Produkt ja ähnlich wie in Deutschland. Von mir gibt es 4 von 5. Okay, darf ich als nächstes was aussuchen? Ja. Wir nehmen jetzt mal was Amerikanisches, was es nicht in Deutschland gibt. Und zwar, das sind diese Sour Patch Kids. Okay. First they are sour and then they are sweet. Ja. Also erst sauer, dann süß. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh Gott. Ich glaube, ich nehme so einen grünen. Ich habe einen lilanen genommen. Die sind hart. Ich muss sagen, die schmecken schon ziemlich nice. Aber ist jetzt auch nicht so besonders. Ich hätte es gefeiert, wenn die so richtig, richtig sauer wären. Die werben so damit, dass sie erst so richtig sauer und dann süß sind. Und ich fand es halt eher eine Mischung auf beiden. Also ich gebe denen 2 von 5 Sternen. Ich gebe denen auch 2 von 5. Ich bin schon die ganze Zeit total gespannt auf dieses Spray. Das ist nämlich ein Sour Spray. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, das ist saurer als die gerade eben. Okay, man muss doch ein bisschen mehr in den Mund machen. Warte, ich mach dir mal was im Mund. Du hast halt daneben getroffen. Daneben getroffen? Ah, irgendwie schmeckt das gut. Mhm. Von mir kriegt das Produkt 3 von 5 Sternen. Ist schon cool. Ja, von mir das Gleiche. Jetzt kommt mal was sehr Amerikanisches. Und zwar haben wir davon nur 2 Stück gekauft, weil wir wollten nicht von allem so eine riesige Packung kaufen. Ich mag solche Schlangen auch irgendwie nicht so gerne. Du beißt auf der Seite ab und ich beiß auf diese Seite ab. 1, 2, 3. Boah, ich muss ausspucken. Sorry, aber nee. Ganz ekelig. Sorry, aber nee. 5 von 5 Sterne? 0 von 5, wirklich minus 3 von 5. Was gibst du denen? Ich gebe den 1 von 5. Naja, eigentlich auch 0. Mir haben die auch nicht geschmeckt. Und was hier noch in der Tüte ist, sind so Lego-Steine. Jetzt probieren wir mal die Lego-Steine. Okay. Wie cool, lass die erst noch aufeinander tun. Kann man die aufeinander stapeln? Ja, oh mein Gott. Wie cool ist das denn bitte? Also das hat schon mal einen Stern verdient, allein, dass man die stapeln kann. Okay, ich esse jetzt so einen gelben. Mm. Gott. Oh. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, der gelbe wäre irgendwie besser. Es hat echt nicht gut geschmeckt. Also, dafür, dass Süßigkeiten sind, ich gebe dem leider auch nur 1 Stern.
Ja, ich auch. Ein von drei Sternen. So, womit geht's weiter? Ich darf mir wieder was Popcorn aussehen. Oder wollen wir mal was trinken? Ja, das ist eine gute Idee. Ich würde sagen, wir fangen an mit Mountain Dew. Das habe ich noch nie Mountain vorher... Mountain Dew. Oh. Nicht Dew. Dew. Schmeckt ganz gut. Ich finde, das schmeckt irgendwie wie so eine Mischung aus Sprite und noch irgendwas anderem. Also, nee, es schmeckt mehr nach Limonade so ein bisschen. Ich finde Sprite oder so immer noch besser. Ich glaube, ich gebe 4 von 5 Sternen. Ich auch, also ich mag es auch gern. Jetzt kommt was ganz Extravagantes. Das gibt es, glaube ich, wirklich nur in Amerika. Es ist eigentlich ein deutsches Produkt, aber in der Ausführung gibt es das, glaube ich, nur in Amerika. Es hat $23 gekostet und ist nur ein Stück. Unglaublich. Und es ist der größte Gummibär der Welt. Wir haben den einfach gekauft, so einen richtig fetten Gummibären. Ich stelle mir das richtig abartig vor, einfach in so einen riesigen Gummibären reinzubeißen. Oh, der stinkt richtig. Eigentlich bräuchte man dafür Messer und Gabel. Ich will den da jetzt rausziehen. Nicht ganz rausnehmen. Oh Gott. Okay, ich beiße jetzt ab. Schmeckt gar nicht. Okay, tu den wieder ich zurück. Ich will den ins Gesicht beißen. Sie beißt ihm die Nase ab. Wie viele Sterne gibst du unserem Bär? Also der hat echt gestunken, aber dafür, dass der so groß ist, gebe ich dem 2,5 von 5. Ja, von mir kriegt er 3 Sterne, weil das ist schon cool, aber die Portion ist einfach zu groß. Ich glaube, ich bin jetzt wieder drin mit aussuchen, oder? Ja. Yep. Ich entscheide mich für diese Schicht. Oh, yes. Ich habe schon die ganze Zeit gehofft, dass wir die jetzt endlich essen können. Da ist dann irgendwie noch so eine Käse-Chips-Schicht drum oder so. So, dass sie halt so ein bisschen wie Chips schmecken, aber halt so fluffy sind. Die schmecken echt nice. Oder? Ja, ich liebe die auch. Die sind so lecker. Leute, wenn es irgendwelche von den Produkten auch in Deutschland gibt und ihr wisst wo, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das Produkt hat wirklich 5 von 5 Sternen von mir verdient, weil die schmecken einfach nice. Und die ist bis oben hin gefüllt, die Tüte. Und du kriegst sogar dein Geld zurück, wenn die nicht mehr frisch sind. Also besser geht's eigentlich nicht. Also von mir kriegt das Produkt 4 von 5 Sternen, weil es, glaube ich, durchaus noch Chips gibt, die lecker schmecken. Nächstes Produkt, wieder was Amerikanisches. Oh, das findet man nicht in Deutschland. Hat $7 gekostet und es ist Zuckerwatte. Natürlich haben wir Zuckerwatte auch in Deutschland, aber nicht diese. Es ist Pickle-Zuckerwatte. Das heißt so viel wie eingelegte Gurken. Ich habe das Gefühl, die Zuckerwatte wird so eklig schmecken. Oh, die riecht schon richtig nach Gurken. Ich will das nicht. Ist das eklig. Das schmeckt halt, glaube ich, wie vergammelte saure Gurken. Ja. Ich glaube, so schmeckt das. Ich glaube, ich gebe dieser eingelegten Gurke so 1 von 5 Sternen, weil ich das lustig finde, dass die so eine Sorte haben. Aber das kann man ja nicht essen. Ich auch. Gleiche Begründung. Ich muss sagen, ich bin wieder ein bisschen durstig. Vielleicht nehmen wir das hier mal. Das sieht so cool aus. Weißt du, wie das heißt? Nee. Gatorade. Ich habe es schon ein paar Mal getrunken. Ich habe es noch nie getrunken. Ich bin mal gespannt, was Hella dazu sagt, weil ich bin nicht der größte Fan davon. Dann probier mal. Bin nicht der größte Fan von so süßen Getränken, aber das ist ganz komisch. Also ich finde es nicht ganz so schlimm. Es schmeckt jetzt nicht komplett schlimm. Aber, also von mir gibt es dafür 1 Stern. Von mir gibt es dafür 0 Sterne. 0? Wir nehmen jetzt mal was. Das gibt es auch in Deutschland, aber als wir daran vorbeigelaufen sind, hat uns das einfach so an unsere Kindheit erinnert. Und Hella wollte unbedingt die Hello Kitty-Version davon. Okay, welche Sorte wollen wir nehmen? Himbeere? Ja, Himbeere. Himbeere ist gut. Ach, nein. Es ist in mein Ärmel geflogen. Wir haben die jetzt ja alle reingefüllt und jetzt darfst du dir ein Label. Juhu. War das früher anders? Du musst den aufhalten, so. Okay. Naja, so easy ist das nicht. Von mir gibt es 3 von 5 Sternen, weil es das Produkt einfach schon immer gab. Und ja, die könnten trotzdem mal vielleicht was Neues entwerfen, womit das einfach einfacher geht, das da reinzufüllen. Vielleicht gibt es auch schon sowas und wir sind einfach zu doof dafür. Auch 3 von 5. Kannst du noch? Ja. Ich irgendwie auch. Ich bin noch gar nicht. Ich hätte halt gedacht, dass man so richtig satt irgendwann ist. Man wird halt nicht satt von Süßigkeiten, deshalb. Doch, ich glaube, man kann davon auch satt werden, wenn wir das alles Tom vielleicht, aber... Okay, weiter geht's. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Die haben mich schon so süß die ganze Zeit angelächelt. Ich habe mir richtig was erhofft davon. Und jetzt schmeckt das so komisch. Ich mag das gar nicht. Also ich glaube, wenn man keine Erwartung daran hätte,
würde es okay schmecken, aber dadurch, dass ich gedacht habe, das schmeckt jetzt richtig gut. Nee, ich mag die normalen viel lieber. Mhm. Bei mir kriegen die 1 von 5, weil ich die Idee cool finde mit Cookies and Cream, aber nicht gut umgesetzt. Unser vorletztes Getränk kommt als nächstes und zwar Root Beer. Das ist hier was sehr Amerikanisches. Das hier ist von A&W. Was ist das, Bier? Also es ist kein Alkohol drin. Ich kann es nicht beschreiben. Sowas wie Malzbier oder so? Ja, so in die Richtung Malzbier geht das. So, dann lass uns mal das Root Beer probieren. Es ist übrigens eine Mini-Dose. Also eigentlich gibt es sie auch in großen Dosen und in Flaschen. Das riecht richtig abartig. Oh, das geht gar nicht. Beschreib mal den Geschmack. Wie abgelaufene Cola. Wie abgelaufene Cola schmeckt das? Naja, auf jeden Fall hat meine Gastfamilie auch schon gesagt, das mögen halt die ganzen Deutschen irgendwie nicht, aber Amerikaner mögen das halt. Also von mir kriegt dieses Root Beer 0 von 5 Sternen. Ich finde das ganz eklig, also würde ich niemals irgendwem empfehlen. Ja, von mir kriegt es 1 von 5, weil ich weiß, dass die Amerikaner es gerne mögen und ich finde es auch cool, dass wieder mal was Neues ist. Ich glaube, ich habe jetzt richtig Lust auf diese Gott, wie süß, das sind so Mini-Cups. Bin gespannt. Also die sind sehr, sehr beliebt hier in Amerika. Also was ich sagen muss, es ist sehr viel eingepackt. Das gefällt mir nicht so gut. Dann mal los. Süß und salzig oder so ist es. Ja, es ist echt süß und salzig. Nee. Oh Mann, ich dachte, das schmeckt richtig gut schon wieder. Also mir gefällt's. Ich mag's. Ey, wie mag ich die Schokolade nicht? Die schmeckt einfach schon wieder abgelaufen. Also mir gefallen die. Ich gebe denen 4 von 5 Sternen. Ich gebe denen 2 von 5. Also ich fand die nicht so nice, aber ich bin auch eher so der Chips-Typ als der Schokoladentyp. Jetzt haben wir hier Popping Candy. Ich glaube, das explodiert so im Mund. Was stellst du dir da drunter vor? Ich glaube, das ist richtig sauer. Ich hoffe es. Sieht aus wie Center Shocks. Oh ja. Hier, bist du bereit? Ja. 1, 2, 3. Hört man das? Ich hoffe, man konnte ein bisschen hören, wie sich das anhört. Ziemlich witziges Produkt. Ist mir leider nicht sauer genug. Ich gebe dem Produkt 4 von 5 Sternen. Von mir gibt es auch 4 von 10 Sternen, wollte ich sagen. Von 5 Sternen. Geht weiter mit einem Produkt, an das ich schon wieder sehr hohe Erwartungen habe, leider. Und zwar dieses Popcorn hier. Das ist kein normales Popcorn, sondern einfach Twix Popcorn. Mh, die riechen aber so. Ja, darf ich mal riechen? Die riechen halt wirklich wie Popcorn mit Twix. Bist du bereit? Ja. Die haben übrigens 7 Dollar gekostet, also ganz schön teuer für Popcorn. Mhm. Schmecken richtig gut, aber die können etwas knuspriger sein, finde ich, oder? Mhm. Ist halt wie Popcorn mit Schokoladengeschmack. Ja, man schmeckt jetzt nicht da unbedingt den Twix raus, aber ich würde dem Ganzen trotzdem 4 von 5 Sternen geben. Von mir gibt's 3. Als nächstes kommt ein sehr simples Produkt, man kennt's, ein Lolli, aber ein Riesen-Lolli. Und irgendwie sah der richtig cool aus, deswegen probieren wir den jetzt sauer. Mal schnell. Ist der sauer? Da steht sauer. Oh mein Gott! Okay, 1, 2, 3. Der schmeckt aber nicht sauer. Sorry, 1 von 5 Sternen, weil der sieht zwar cool aus, aber schmecken tut er nicht. Von mir 0. Dafür, dass da sauer drauf stand, also da hast du mir wirklich Hoffnung gemacht, sonst hätte er vielleicht noch ein paar mehr Sterne bekommen. Kriegt er nicht mal 1 Stern für das Aussehen? Der ist schon cool vom Aussehen. Der könnte auch ganz in pink sein. So, ich stelle die Sache mal ein bisschen weiter zusammen, denn es nähert sich dem Ende. Noch 4 Teile. Aber 4 richtig coole Teile. Ich werde jetzt diesen riesen Snickers nehmen. Alter, als wir den gesehen haben, mussten wir den einfach kaufen. Snickers gibt es natürlich auch in Deutschland, aber ich habe noch nie so einen riesigen gesehen. Oh mein Gott, der sieht so cool aus. Ich liebe Snickers. Ja. Ich liebe Snickers Eis. Es ist ein Stück. Oh mein Gott. Oh, das sieht so lecker aus. Wie cool ist das? Ich habe noch nie so einen riesigen Snickers gesehen. Mir läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen. Ich würde sagen, wir beißen jeder von einer Seite ab. Okay. 1, 2, 3. Schmeckt halt wie normaler Snickers, ehrlich gesagt. Also auf der Verpackung steht halt, dass das so eine Partyportion ist und dass man den halt so in Stücke schneiden soll. Aber dann denke ich mir, kann man sich auch gleich kleine Snickers kaufen. Aber der ist bestimmt günstiger, wenn man so einen großen... Nee, der war richtig teuer. Ich glaube, der hat 20 Dollar gekostet. Okay, das reicht, Ella. Stopp! Stopp! Wie viele Sterne? 5 von 5. Von mir 3 von 5, weil es ist jetzt kein besonderes Produkt. Einfach nur riesig. Weiter geht's mit Müsli! Nein, natürlich nicht Müsli. Es sieht aus wie eine Müsli-Packung, aber eigentlich sind hier einfach so saure Teile drin. Ich sag's euch, für die Verpackung gibt's von mir schon 3 Sterne. Ich glaube, diese Verpackung hat auch sage und schreibe 10 oder 15 Dollar gekostet. Happiness! 527%!
Fun. 401%. Oh mein Gott, das ist auch wieder 10-mal eingepackt. Wieso? Das ist echt los. Die schmecken richtig gut. Mhm. Also geschmacklich für mich eine 5 von 5. Aber mit der Verpackung und weil es das Produkt auch schon an sich vom Inhalt her gibt, 3 von 5. Von mir gibt es eine 4 von 5. Wir haben nur noch 2 Produkte. Welches nimmst du? Entweder Macaroni und Cheese. Ich muss sagen, das ist keine Süßigkeiten. Was macht das eigentlich hier in diesem Video? Ich wollte das bei Target kaufen, als ich das gesehen habe und dachte, ja komm, das nehmen wir mit ins Video rein. Und wollte Hellas Live-Reaktion sehen, weil ich lieb's einfach. Und das ist halt so, ja, Macaroni und Cheese, halt nur in richtig schnell gemacht. Das dauert halt gefühlt 5 Minuten. Ich glaube, ich nehme erstmal das Getränk. Erst das Getränk und danach mache ich die Macaroni und Cheese fertig. Das heißt irgendwie Dr. Pepper und es sieht aus wie... Hi, I'm Pepper. Ich finde, das sieht aus wie Cola und ich muss sagen, ich mag keine Cola. Ich probiere es mal. Jetzt hält sich die Nase zu. Nein, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Die anderen Getränke haben nicht so gut geschmeckt. Oh. Er schmeckt wie Cola mit sehr viel Kirschgeschmack und sehr künstlich. Nein, das schmeckt wie der Gummibär in flüssig. Ja! Das schmeckt wie der Gummibär in flüssig. Das ist so mit Kirsche und irgendwie so richtig Fake-Kirsche. So, oh, nee, das finde ich ganz ekelig. Aber das trinken hier auch ganz viele. Das gibt es auch immer bei McDonald's und so gibt es ganz oft Dr. Pepper. So, ich habe was Leckeres gekocht für Hella. Und zwar das letzte Produkt, Macaroni and Cheese oder auch Mac and Cheese. Ja, ein amerikanisches Produkt, sehr schnell gemacht, es dauert 5 Minuten. Ich muss sagen, es sieht irgendwie nicht so lecker aus. Also es sieht aus wie Nudeln mit dem Gelben vom Ei. Aber probier mal. Ich hab Angst. Hast du Angst, die zu essen? Es riecht komisch, es riecht einfach komisch. Es ist nicht mein Lieblingsessen, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Dieser Käse ist, glaube ich, kein richtiger Käse, der kommt einfach aus so einer Tüte. Wo das einfach so ein Pulver ist und das wird... Ja, das ist halt so ein Pulverkäse und kein richtiger Käse. Aber ich muss sagen, mir schmeckt's. Also von mir gibt es davon wieder 4 von 5 Sternen. Ich glaube, ich muss mich vielleicht noch ein bisschen mehr an den Geschmack gewöhnen. Aber ich glaube, von mir kriegt das Produkt 3 von 5 Sternen. Das waren jetzt alle Produkte und ich glaube, wir haben jetzt einen ganz schönen Zuckerschock. Also ja. Auf jeden Fall. Es waren auf jeden Fall viele Überraschungen dabei, wo wir dachten, es schmeckt gut und hat dann doch nicht so gut geschmeckt. Und andersrum genauso. Mein Lieblingsprodukt waren auf jeden Fall die Cheetos. Also die könnt ihr noch den ganzen Abend weiter essen. Die schmecken echt richtig gut. Und mein Lieblingsgetränk war Mountain Dew. Was war dein Lieblingsprodukt? Ich muss sagen, ich habe glaube ich bei einem Produkt 5 von 5 Sternen gegeben, aber ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht war es das hier. Denn das fand ich meine, das hier. Nein! Die Pickles! Oh, das war so eklig. Nicht so Gurken. Mm-mm. Nein, die waren wirklich richtig abartig. Nein, aber ich glaube, es waren die hier. Die waren echt nice, muss ich sagen. Naja, ihr könnt ihr auch mal schreiben, welche ihr gerne mal probieren würdet. Und welche ihr davon vielleicht schon gegessen habt und wie sie euch geschmeckt haben. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal unser Food-Koma ausschlafen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dann würde ich sagen... Goodbye and thank you for watching. Thank you for watching. Thank you. Tschüss. Bye bye.